Ja, einen wunderschönen guten Abend. Ich freue mich, dass Sie heute Abend hierher gekommen sind oder dass Sie heute Abend eingeschaltet haben auf www.weltengeschichte.de oder Juhl Media TV. An dieser Stelle werden wir in all den weiteren Abenden jetzt die Fragen und Antworten haben. Und für alle, die jetzt vielleicht gerade das nicht mitgeschrieben haben, die Möglichkeit besteht, unter der E-Mail-Adresse fragen@weltengeschichte.de Fragen zu den Themen, die wir hier besprechen werden, die wir durchnehmen werden, zu stellen. Nun haben wir heute noch keine Fragen, die wir beantworten können, aber vielleicht haben wir doch eine Frage so im Hinterkopf, mit der wir hergekommen sind oder mit der wir gerade vor dem Livestream sitzen. Worum geht's eigentlich in Weltengeschichte? Also was ist das jetzt eigentlich? Das klingt ja so ähnlich wie Weltgeschichte. Und ich dachte mir, bevor man eine Geschichte beginnt, so ist das bei vielen Büchern, gibt es immer ein kleines Vorwort. Und so möchte ich heute mit einem kleinen Prolog starten. Was verbirgt sich hinter Weltengeschichte und was grenzt Weltengeschichte ab von Weltgeschichte? Wer von uns hat in der Schule gerne Geschichtsunterricht gehabt? Ich habe gewettet vorher, dass wahrscheinlich nicht viele Hände hochgehen. Geschichte muss man lieben, dann liebt man sie auch wirklich, ansonsten ist man froh, wenn sie vorbei ist. Wer von uns liebt gerne Geschichten? Das ist interessant, weil Geschichte und Geschichten trennt eigentlich nur ein N. Alle Geschichte ist eigentlich eine Geschichte. Und es ist interessant, dass wir mit der großen Weltgeschichte oft unsere Mühe haben, mit all den Daten und Königen und so weiter, aber Geschichten lieben. Und in dieser Vortragsreihe möchten wir viel mehr über Geschichten sprechen, als einfach nur über trockene Geschichte. Und wir werden sehen, dass wenn man das Ganze als erzählte Geschichte betrachtet, als Geschichten, die über Menschenleben sprechen, so wie wir sie auch erleben. Wenn Menschen mit ihren Nöten, mit Menschen, mit ihren Sorgen, mit ihren Kämpfen, mit ihren Herausforderungen und Siegen, dann werden wir mit der Zeit auch erleben, dass die Weltgeschichte plötzlich einen ganz persönlichen Zug bekommt. Nun, die Frage ist ja immer bei jeder Geschichte, wie man sie deuten soll, wie man sie bewerten soll. Egal welches geschichtliche Ereignis man nimmt, egal ob in der Vergangenheit oder auch heutzutage, es gibt immer ganz verschiedene Perspektiven. Und die Frage ist, mit welcher Perspektive wollen wir hier in dieser Serie Weltengeschichte eigentlich operieren? Aus welchen Blickwinkeln wollen wir das Ganze betrachten? Nun, es gibt verschiedene Möglichkeiten, Geschichte aus einem gewissen Blickwinkel sich anzuschauen. Manche Menschen schauen sich die Geschichte an aus dem Blickwinkel der Wirtschaft. Andere schauen sich Geschichte an aus dem Blickwinkel des Militärs oder der Erziehungswissenschaft. Verschiedene Möglichkeiten. Ich habe ein Buch mal von jemandem gelesen, der die Geschichte beschreiben wollte unter der Idee, dass Rassen miteinander kämpfen. Und das war natürlich großer Unfug. Die Frage ist also, mit welcher Grundperspektive wollen wir hier Geschichte betrachten? Ich glaube persönlich, dass wenn man wirklich einen Sinn sowohl in der Weltgeschichte als auch in unserer persönlichen Geschichte erleben möchte, wenn man einen Sinn finden möchte, dann braucht man irgendeinen Maßstab. Man braucht irgendetwas Festes, irgendwas, an dem man sich orientieren kann, was so einen Anker gibt. Und wir möchten in dieser Serie einmal vorschlagen, dass der Anker, dass das Grundgerüst aller Geschichte jemand ist, über den sich nicht alle klar sind, ob es ihn überhaupt gibt. Die Frage, ob Gott existiert, hat schon viele Menschen bewegt. Und wir werden in dieser Vortragsreihe gar nicht erst versuchen, irgendeinen wissenschaftlichen oder mathematischen oder philosophischen Beweis zu bringen, dass es ihn gibt, sodass sie herausgehen und sagen, meine Güte, ich bin mit dogmatischen Argumenten erschlagen worden, ich muss wohl glauben, dass es ihn gibt. Wir möchten in dieser Serie einen ganz anderen Weg gehen. Wir möchten einmal uns die Frage stellen, was wäre, wenn es Gott tatsächlich gibt? Und wie würde das unseren Blick auf die Geschichte verändern? Wie würden wir die Weltgeschichte bewerten? Wie würden wir die Geschichte wahrnehmen, wenn alles aus einer Quelle entsteht? Und wir werden
uns mit dieser einen Grundidee an die Geschichte wagen. Wir werden, wie alle Geschichten anfangen, wir werden ganz vorne beginnen. Und wenn Sie vielleicht heute gekommen sind oder am Livestream zuschauen und sich sagen, naja, aber ich habe keine Ahnung von Gott, ich bin nicht gläubig, ich kenne mich da nicht aus, dann kann ich Ihnen versprechen, Sie müssen nichts mitbringen an Wissen. Keinerlei Vorkenntnisse. Wir wollen einfach mit dieser einen Hypothese starten. Könnte es sein, dass es einen Gott gibt, dass er existiert? Und von dieser einen Grundhypothese wollen wir ganz chronologisch einmal die Geschichte nachverfolgen, von Zeitalter zu Zeitalter. Und eins kann ich jetzt schon verraten, Geschichten bekommen dann erst so wirklich ihre Durchschlagskraft, ihre Wirkung, wenn man sich Zeit nimmt, ihnen zuzuhören. Wenn man jemandem eine Geschichte erzählen möchte, kann man nicht alles in 5 Minuten erzählen, oder? Und so erwarten Sie gar nicht, dass heute nach dem ersten Vortrag schon alle Antworten auf Sie niederprasseln werden. Wir werden mit jedem Vortrag eine weitere Schicht legen und Kapitel für Kapitel durch die Weltgeschichte gehen. Und mit der Zeit werden sich all die verschiedenen Stränge so zusammenformen zu einem großen Ganzen und werden etwas sehr Festes und sehr Deutliches ergeben. Warum sage ich das? Ich möchte Sie einladen, wirklich dran zu bleiben, immer wieder zu kommen, zu unseren Vortragsabenden, auch im Livestream dabei zu sein. Je länger Sie dieser Serie mitverfolgen, desto mehr Einsichten, desto spannender wird es auch werden. Und es wird sich lohnen, wirklich die ganze Geschichte bis zum Ende zu verfolgen. Wenn man von vorne anfängt, dann geht man geschichtlich ganz weit zurück. In Zeiten, die wir uns heute kaum noch vorstellen können. In Zeiten, die zum Teil sehr fern für uns sind. Aber wir werden dann Schritt für Schritt näher kommen, immer mehr in unsere Zeit. Und wir werden immer mehr Bekanntes auch mit einflechten, Dinge, die wir vielleicht auch im Schulunterricht, in der Geschichte irgendwo gehört haben. Und dann plötzlich einen roten Faden sehen, der dann weiterreicht, als wir das für möglich halten. Also in diesem Sinne lade ich Sie ein, einfach mal sich eine Geschichte erzählen zu lassen. So wie Sie die ältesten Chroniken der Welt berichten. Vielleicht ein letztes Wort, was sind unsere Quellen? Keine Geschichte ohne Quellen. Ich habe das beim Geschichtsunterricht gelernt, da musste man Quellenstudium betreiben. Es gibt viele Quellen. Wir werden archäologische Quellen uns betrachten. Wir werden verschiedene Quellen der Ägypter und Assyrer und Babylonier und die ganzen Völker mitverwenden. Aber die meisten dieser Quellen gehen gar nicht so weit. Ja, die gesichertsten Daten der Assyrer, die gehen so bis 1450 vor Christus. Das gesichertste ägyptische Datum geht so bis 600 vor Christus. Wir wollen viel weiter zurück. Und wir werden sehen, dass es Bücher gibt, die mit gesicherten Informationen noch sehr viel weiter zurückgehen und uns Informationen liefern, wenn auch zum Teil nicht immer sehr ausführlich, aus Zeiten, die wir fast die graue Vorzeit nennen. Und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen sehr viel Freude. Denken Sie bitte mit. Kommen Sie nicht her und glauben Sie alles, was ich sage. Denken Sie mit, überlegen Sie, ob das tatsächlich Sinn macht. Und Sie werden sehen, dass es auf viele Fragen, die unsere Welt sich stellt, mit der Religionen, Weltanschauung zu kämpfen haben, sehr gute Antworten gibt, wenn man sich die Zeit nimmt, einmal die Geschichte so ein bisschen chronologisch mitzuverfolgen. Wenn dabei Fragen entstehen, Dinge unklar sind, wie gesagt, fragen Sie, stellen Sie die Fragen und wir werden uns nach Bestem bemühen, dann sie auch zu beantworten. In diesem Sinne, lass uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen für diesen schönen Abend und für die Gelegenheit, jetzt über unsere Geschichte nachzudenken. Lass diese Geschichte uns etwas lehren über uns selbst und über dich. Sei mit deinem Heiligen Geist gegenwärtig und sprich du zu unserem Herzen. Im Namen Jesu. Amen. Jede Geschichte beginnt am Anfang. Und unsere Geschichte beginnt im Anfang des Anfanges. Auf einem Zeitstrahl würde man keinen Punkt finden, wo sie anfängt. Unsere Geschichte beginnt in der endlosen Ewigkeit der Vergangenheit. Mit der Existenz jenes Gottes. Und es heißt,
Gott ist die Liebe. Von aller Ewigkeit her war er Liebe. Die erste Frage, die wir uns stellen wollen, was bedeutet das, einen Gott zu haben, einen Gott in diese Geschichte einzuführen, der Liebe ist? Wie würde das sich auf die gesamte restliche Geschichte auswirken? Nun, Liebe ist eine interessante Eigenschaft. Es heißt, die Liebe ist langmütig. Der Gott, von dem wir in dieser Reihe reden werden und den wir in diese Geschichte einbauen wollen, ist ein langmütiger, das heißt ein geduldiger Gott. Die Liebe ist gütig. Die Liebe beneidet nicht. Die Liebe prahlt nicht. Sie bläht sich nicht auf. Viele Menschen, die in der Betrachtung der Geschichte Gott nicht so leicht finden können, die stolpern darüber und sagen, naja, warum wird das nicht ganz eindeutig, so dass man es gar nicht missverstehen kann, dass Gott in dieser Geschichte ist? Eine Antwort bekommen wir heute Abend bereits. Er bläht sich nicht auf. Vielleicht ganz anders als die Vorstellung, die wir von einem Gott haben, der seine Muskeln spielen lässt und zeigt, wer Herr im Ring des Universums ist. Dieser Gott bläht sich nicht auf, er prahlt nicht, er ist gütig und beneidet nicht. Es heißt, die Liebe ist nicht unanständig. Und dann heißt es, sie sucht nicht das Ihre. Versuchen Sie sich einmal vorzustellen, da gibt es ein Wesen, genannt Gott, das nicht an sich selbst denkt. Das fällt uns gar nicht so einfach, oder? In unserer Welt, in der wir so leben, dreht sich bei fast allen immer alles um uns selbst. Und hier schon ein erster Punkt, warum ich glaube, dass diese Geschichte nicht einfach frei erfunden sein kann von Menschen. Wir werden später im Laufe vieler Vorträge sehen, wie viele Menschen sich Ideen von Göttern und von einem Gott gemacht haben und diesen Gott mit Eigenschaften versehen haben, die ganz ähnlich sind mit unseren Eigenschaften. Aber diese Geschichte beschreibt einen Gott, der so ganz anders ist, als wir das kennen. Ein Gott, dem es nicht um sich selbst geht. Einer, der sich nicht erbittern lässt. Wir werden im Laufe der nächsten Tage und Wochen sehen, wie gewaltig diese Aussage ist. Sie, die Liebe, rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Ich hoffe, Sie sind heute Abend hier mit einer Eigenschaft. Ich hoffe, Sie, die Sie live zuschauen, haben diese Eigenschaft auch. Diese simple Eigenschaft, nicht unbedingt erstmal gläubig zu sein oder irgendeine Dogmen für wahr zu halten, diese simple Eigenschaft, die Wahrheit gerne zu hören. Sich für Wahrheit zu interessieren. Ganz gleich, ob die Wahrheit schon bekannt ist oder unbekannt ist. Ich glaube, zu wenig Menschen lieben einfach die Wahrheit. Dieser Gott, von dem sie Geschichte erzählt, liebt die Wahrheit. Er freut sich über Wahrheit. Er erträgt alles, denn die Liebe erträgt alles. Er glaubt alles. Er hofft alles. Er, Gott, die Liebe, er duldet alles. Dieser Gott soll sozusagen wie ein Koordinatensystem, so wie eine Basis für unsere Geschichte dienen. Wenn man so einen klaren Maßstab hat, dann kann man daran alles, was sonst passiert, diese Geschichte einordnen. Das Interessante ist, dass dieser Gott nicht nur die Liebe ist, dass er nicht nur uneigennützig ist, dass er sich nicht nur an der Wahrheit freut und erduldet und hofft und glaubt, sondern das Interessante ist auch, dass er immer so ist. Es heißt, denn ich, der Herr, verändere mich nicht. Dieser Gott von Ewigkeit
ist schon immer Liebe gewesen und das, so sagt es hier, hat sich nie geändert. Versuchen wir uns das mal vorzustellen wie ein Koordinatensystem. Auf die eine Seite sozusagen sein Charakter oder auf der einen Seite seine Liebe, sein Charakter, sein Wesen, auf der anderen Seite die Tatsache, dass das immer so ist, ohne Abweichung. Diese beiden Grundideen sollen sozusagen das Koordinatensystem sein, quasi die X- und die Y-Achse in unserer Geschichte. Alles, was passiert, passt in diese Idee. Und das ist unsere These, die wir testen wollen, die Sie prüfen sollen, ob das wirklich so ist, ob man die ganze Weltgeschichte, wie sie abgelaufen ist, von dem wir wissen, wirklich in dieses Koordinatensystem hineinzwängen kann, dass es einen Gott gibt, der zu jedem Zeitpunkt in allen Situationen immer Liebe war. Wenn etwas immer gleich ist, wenn etwas unter allen Umständen immer so passiert, dann nennen das die Naturwissenschaftler eine Gesetzmäßigkeit, oder? Wenn man einen Apfel hat und den loslässt, dann fällt er runter. Ganz egal, ob man sich in Deutschland, in der Türkei, in Japan oder in Brasilien befindet. Ganz egal, ob es draußen regnet oder schneit oder die Sonne scheint. Eine Gesetzmäßigkeit, nämlich die Gesetzmäßigkeit der Gravitation, sorgt dafür, dass das so ist. Es heißt, Gott ist Liebe und er ändert sich nicht. Das heißt mit anderen Worten, es ist eine Gesetzmäßigkeit. Und diese Gesetzmäßigkeit wird auch als sein Gesetz beschrieben. So wie es ein Gesetz der Gravitation gibt, so gibt es auch ein Gesetz Gottes. Das Gesetz der Gravitation beschreibt, wie Gravitation funktioniert. Das Gesetz Gottes beschreibt, wie Gott funktioniert. Nämlich wie? Er duldet, er glaubt, er hofft, er liebt. Liebe und ist eine Gesetzmäßigkeit bei ihm. Und es war schon immer so. Nun, wie wir schon gesagt haben, existierte dieser Gott seit Ewigkeit. Ein relativ schwierig für uns vorzustellender Begriff. Wir belassen es einfach mal in diesem nebulösen Dunkel. Da ganz am Ende, auf der anderen Seite der Zeitskala, aus dem er zu uns hervorkommt. Seit Ewigkeit war er. Von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du Gott. Von ihm wird einiges gesagt, zum Beispiel nicht nur, dass er Liebe ist, sondern dass er Licht ist. Ich glaube, wir alle lieben Licht. Ja? Wenn man längere Zeit im Dunkeln gewesen ist, dann weiß man, wie gut das Licht ist. Er ist Licht und, so heißt es auch über ihn, wenn Sie wissen wollen, wie er aussieht, ich habe ihn noch nicht gesehen, die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie in naher Zukunft ihn auch noch nicht sehen werden, so. Aber wir haben einen kleinen Einblick, wie er wohl aussieht. Er hüllt sich in Licht. Also seit Ewigkeiten existierte dort dieses Wesen, das selbst Licht war und ist und sich in Licht kleidet. Bei ihm stimmt das Äußere mit dem Inneren überein. Ein Wesen, das innerlich nicht anders ist, als dass es nach außen hin wirkt. Der unsterblich ist. Das heißt, nicht nur existiert er seit immer, sondern er wird auch immer existieren. Nicht, weil er sich anstrengt, sondern weil er sozusagen untötbar, unkaputtbar ist. Er ist unsterblich, wohnt in einem unzugänglichen Licht. Und nicht nur das, es heißt über ihn, dass er weise ist. Ich weiß nicht, ob Sie weise Menschen kennen, ob Sie Weisheit schätzen. Dieser Gott ist nicht nur Liebe und Licht, er ist auch unglaublich weise. Und er ist unglaublich mächtig. Seines beides, Weisheit und Macht. Wir kennen viele Menschen vielleicht, die sind sehr weise, aber ziemlich schwach. Da kennt man auch Menschen, die sind sehr mächtig, aber den mangelt es manchmal an der Weisheit. Beides zusammen ist eine seltene Kombination. Bei Gott ist sich nicht nur ab und zu anzutreffen, sondern sie ist, wie auch seine Liebe,
konstant, immer weise, immer mächtig. Und das führt dazu, dass er alles kann. Und zwar nicht in dem Sinne, wie kleine Kinder das von ihren Vätern behaupten, ja, mein Papa kann alles, sondern in einem sehr realen Sinn. Nicht nur konnte er alles und kann alles, sondern er weiß auch alles. Er kann in die Zukunft sehen. Mit anderen Worten, er ist der Einzige, für den die Geschichte eigentlich gar keine Geschichte ist. Denn er weiß von Anfang an, was passiert. Ich verkündige von Anfang an das Ende und von der Vorzeit her, was noch nicht geschehen ist. Ihm kann man nichts vormachen. Er ist der Einzige in unserer Geschichte, der von keiner Wendung, und wir werden sehen, es gab sehr viele dramatische Wendungen, die schockierend waren, von keiner Wendung überrascht war. Aber das ist noch ein Gedanke. Wenn Gott Liebe ist, und ich denke, wir alle kennen dieses Gefühl, oder? Ich frage mal ganz verschont, wer war schon mal verliebt? Da gibt es schon einige, ne? Ach, doch. Wir alle kennen das Gefühl und die meisten von uns waren sogar nicht wahrscheinlich verliebt in eine andere Person, oder? Soll ja Menschen geben, die sind auch am meisten in sich selbst verliebt. Aber dann ist das eine Liebe, die nicht mehr diese Liebe ist, von der wir gerade gesprochen haben, nicht wahr? Jemand, der sich selbst verliebt ist, der prahlt und bläht sich auf. Wenn man Liebe hat, die nicht prahlt und sich nicht aufbläht, dann ist das Liebe für andere. Das bedeutet, wenn Gott seit Ewigkeiten Liebe ist, dann konnte er nicht allein sein. Das ist vielleicht ein interessantes Konzept, wo viele, die vielleicht sogar an einen Gott glauben, erstmal ein bisschen sich wundern und denken, aber es gab doch bestimmt nur einen Gott. Wenn wir zurückschauen, diesen grauen Nebel der Zeit zurück, dann sehen wir, dass dort nicht nur einer singular war. Es heißt, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Irgendjemand war neben Gott. Also da war Gott und jemand war neben ihm. Er wird genannt das Wort. Und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Da war also jemand bei Gott, der auch Gott heißt. Ist ein bisschen kompliziert, nicht wahr? Da war jemand neben Gott, also eindeutig, das Wort war bei Gott, aber es war auch Gott. Erste große Überraschung, Gott ist nicht einfach nur ein Name, sondern offensichtlich auch eine Beschreibung von etwas, von jemandem, der diese Eigenschaften hat. Da waren also zwei und beide heißen Gott. Und beide hatten wohl diese Eigenschaften seit Ewigkeiten. Und dieser, der das Wort hieß, der zweite von beiden, der war nicht irgendwie abhängig von Gott, sondern in ihm selbst war das Leben. Es gab also nie einen Zeitpunkt, wo nur einer von den beiden da war. Sie treten quasi in unser begrenztes Geschichtsverständnis als zwei ein. Und dann gibt es sogar noch jemanden, von dem nur wenig berichtet ist. Im Gegensatz zu den ersten beiden wird er nur selten erwähnt, gerade so viel, dass man von seiner Existenz weiß. Sein Wesen ist etwas in Geheimnis getaucht. Er wird genannt der ewige Geist oder auch der Heilige Geist, ein Dritter, der noch dabei war. Und dort irgendwo in der Unendlichkeit zurück müssen die drei eine ganz lange Zeit nachgedacht und miteinander gesprochen haben. Und unsere Geschichte beginnt damit, dass nachdem sie sich lange ausgetauscht haben, sie eine Entscheidung gefällt haben. Eine Entscheidung, die in den nächsten 27 Episoden aufgerollt ist, weil sie so tiefgründig ist,
dass man wirklich Zeit braucht, sie zu verstehen. Aber ich sage Ihnen jetzt schon, was die Entscheidung war. Die Entscheidung, kurz zusammengefasst, war: Ja, wir machen es. Ja, wir machen es. Wissend, was alles kommen wird. Ja, wir machen es. Und wenn wir uns in 4 Wochen hier wieder treffen, zum 27. Vortrag, dann werden wir ein bisschen besser verstehen, was "Ja, wir machen es" bedeutet hat. Und als Teil dieses "Ja, wir machen es" wurden Aufgaben verteilt unter den 3. Und einem von den 3, dem 2., der das Wort hieß, kam die wichtigste Rolle zu. Er sagt selbst: Der Herr besaß mich am Anfang seines Weges, ehe er etwas machte, vor aller Zeit. Ich war eingesetzt. Von Ewigkeit her wurde ich geboren. Ihm wurde eine Aufgabe übertragen. Eine Mission sozusagen. Und weil man das gar nicht besser beschreiben kann, wird es als Geburt bezeichnet, obwohl er schon lange davor existiert hat. Nun, deswegen wird er auch der Sohn genannt, der Sohn Gottes. Durch den Sohn, dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit, der Ausdruck seines Wesens. Er wurde mit einer Aufgabe betraut, er, der genauso war wie Gott. Von ihm heißt es: Dein Thron, o Gott, währt von Ewigkeit zu Ewigkeit, das Zepter deines Reiches ist dein Zepter des Rechts. Gott, der Erste, nannte ihn selbst Gott. Dein Thron, o Gott. Er sagte: Der Herr besaß mich am Anfang seines Weges, ehe er etwas machte vor aller Zeit, ich war eingesetzt von Ewigkeit her, wurde ich geboren zu einem ganz besonderen Zweck. Er sollte Werkmeister sein. Er sollte etwas bauen, etwas konstruieren, etwas schaffen. Und das tat er. Er wurde Werkmeister. Es heißt von ihm: Durch ihn hat er die Welten gemacht. In grauer Vorzeit wurden dort viele Welten erschaffen. Wir sprechen ja von der Weltengeschichte. Über diese Welten wissen wir so gut wie nichts. Wir werden auch in den kommenden Vorträgen nur sehr spärlich von ihnen erfahren. Zu weit weg sind sie, zu weit weg zeitlich. Uns reicht es erst einmal zu wissen, dass sie geschaffen wurden und dass sie existieren. Sie alle wurden geschaffen durch ihn, den Sohn Gottes. Alles ist durch dasselbe entstanden und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. Alles, was jemals existierte, nachdem es vorher nicht existierte, alles, was irgendwann irgendwie ins Dasein kam, kam alles durch diesen Werkmeister, durch diese zweite Person, die Gott genannt wurde, durch den Sohn Gottes. Er hat alles geschaffen. Es heißt, denn in ihm ist alles erschaffen worden, das Sichtbare und das Unsichtbare, seines Thron oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. In dieser Schöpfung, in dieser Kreativität zeigt sich das Wesen dieses Gottes. Und er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Alles, was jemals existierte, verdankt sein Leben, verdankt seine Existenz diesem Sohn Gottes, der seine Mission ausgeführt hatte, Welten zu erschaffen. Nun, die Bewohner der Welten kannten ihn bald unter einem besonderen Namen, Michael. So in unserer, nicht in unserer, ja, der irdischen Sprache, muss ich sagen.
der so ist wie Gott. All die Bewohner der Welten wussten, es gibt Gott und da gibt es einen, der ist so wie Gott. Er ist neben Gott, er ist das Wort, er hat uns geschaffen, er ist wie Gott. Und weil all diese Welten in solcher Harmonie lebten, entschied sich Gott, noch eine Rasse zu schaffen. Eine Gruppe von Wesen, die nicht auf einer besonderen Welt leben sollten, sondern die sozusagen als seine Boten zu den Welten gesandt werden, die sozusagen direkt bei ihm in der Kommandozentrale des Universums dienen dürften. Er nannte sie die Malakim, die Boten. Wir kennen wahrscheinlich eher das griechische Angeloi, von dem sich die Engel her ableiten. Das waren keine kleinen Babys mit Pausbäckchen, sondern große, gewaltige Wesen, die als die Boten Gottes von Welt zu Welt flogen und dienten. Sie standen in der Ordnung des Universums über allen Weltenbewohnern, weil sie Diener waren. In unserer kleinen Welt sind die Diener, die unten sind, oder? Aber die größten und gewaltigsten Wesen, die dieser Gott schuf, das waren seine Diener. Um von Anfang an allen geschaffenen Wesen, allen Welten, die dort irgendwo im unendlichen All existieren, deutlich zu machen, wenn die, die über ihnen stehen, Diener sind, dann ist der, der über allen steht, der König des Universums, der größte Diener. Die Malakim, die Engel, sie waren Diener. Sie widerspiegelten das Licht Gottes. Und unter ihnen gab es verschiedene Gruppen, verschiedene Arten. Zwei von ihnen sind uns mit Namen bekannt. Eine Gruppe von ihnen, das waren die Seraphim, die Brennenden. Die andere Gruppe, das waren die Cherubim. Ihre Übersetzung ist nicht ganz eindeutig. Wahrscheinlich heißt es sowas wie die geflügelten Boten. Das waren die höchsten bekannten Namen. Vielleicht gab es noch mehr, aber diese sind uns bekannt, die Seraphim und die Cherubim, die dort in der Nähe des Thrones Gottes waren, um von dort alle Befehle auszuführen. Und so, in Zeiträumen, die wir heute nicht mehr messen können, so erzählt es diese Geschichte, war dort Frieden und Harmonie, basierend auf diesem Koordinatensystem, dass Gott Liebe ist und dass er es immer ist und dass er denen, die er schafft, dieselben Eigenschaften nahelegt. Unter diesen Cherubim und Seraphim befand sich einer, der von allen der größte Diener sein sollte. Er sollte ein Vorbild sein für diese Eigenschaften. Sein Name war Hillel, der Scheinende, der Leuchtende. Mehr als alle anderen leuchtete er und mehr als alle anderen diente er. Er war sozusagen der General all dieser Malakim. Der Leuchtende, der Glänzende. Er wird auch genannt der Glanzstern. Er wird genannt Sohn der Morgenröte. Und hier verstehen wir schon, dass in dieser Geschichte das Wort Sohn nicht einfach eine biologische Abstammung bedeutet, denn die Morgenröte hat niemanden geboren. Er hieß Sohn der Morgenröte, weil er so war wie das Licht. Genauso wie der Sohn Gottes heißt nicht, weil er von Gott geschaffen wurde, sondern weil er so war wie Gott. Der Sohn der Morgenröte. Alle Malakim liebten ihn und sie freuten sich, wenn er ihnen einen Auftrag gab. Und er stand ganz nahe am Thron Gottes. Über ihn heißt es, dass man ihn nicht hätte besser machen können. Du Siegel der Vollendung, voller Weisheit und vollkommener Schönheit. Man hat den Eindruck, dass Michael, der Sohn Gottes, das Wort, all seine Meisterschaft, all seine Liebe,
all seine Kreativität, die er vorher an all den anderen Welten und Malakim getestet hat, in diesen einen hineingesteckt hat. So, als wäre das sein Siegel auf die ganze Schöpfung des Universums. Das Siegel der Vollendung. Über ihn heißt es, in Eden im Garten Gottes warst du mit allerlei Edelsteinen, warst du bedeckt mit Sardes, Topas, Diamant, Chrysolit, Onyx, Jaspis, Saphir, Karfunkel, Smaragd und mit Gold, deine kunstvoll hergestellten Tamburine und Flöten waren bei dir. Gott liebt Musik. Das vielleicht als kleine Notiz für alle diejenigen, die auch gerne Musik lieben. Gibt es einige, die Musik mögen? Ah, doch, einige. Und weil Gott nicht einfach nur ein Uhrenmacher ist, der eine Welt erschafft und über sich selbst überlässt, sondern weil Gott kreativ ist und weil er Emotionen hat, hat er diesem Höchsten aller Malakim, dem Höchsten aller Engel, die Aufgabe gegeben, die Musik, den innersten Ausdruck der Gefühle zu leiten dort im All. Über ihn heißt es, du warst ein gesalbter, schützender Cherub. Ja, ich hatte dich dazu eingesetzt. Du warst auf dem heiligen Berg Gottes und du wandeltest mitten unter den feurigen Steinen. Keine menschliche Sprache kann die Größe und die Unfassbarkeit jenes himmlischen Tempels beschreiben. Niemand von uns kann sich vorstellen, wie großartig, wie unvorstellbar gewaltig dort diese Lokalitäten gewesen sind. Über feurigen Steinen ging er. Dieser Begriff gesalbter, schützender Cherub bedeutet, dass er ganz in der Nähe Gottes stand, am Thron, als sein nächster Vertrauter. Und eines Tages, da kam ihm ein Gedanke. Ist Gott eigentlich immer so? Es war nur ein Gedanke. Er kam von irgendwo. Ist Gott immer so? Oder war er vielleicht mal anders? Und kann ich mich darauf verlassen, dass er immer so bleibt? Er hat diesen Gedanken weiter gesponnen. Und bald fragte er sich, ob Gott wirklich so gut ist, wie er sagt. Und irgendwie stiegen Zweifel in ihm hervor. Ist Gott wirklich liebevoll? Könnte man das Ganze nicht vielleicht noch ein bisschen besser machen? Er war sehr weise, er war sehr klug, er hatte viel gesehen. Von dem, was er bisher gesehen hatte, gab es keinen Anlass, sich zu beschweren. Das wusste er auch. Trotzdem hing er, so erzählt es die Geschichte, dem Gedanken nach. Und er kam zu der inneren Überzeugung, dass diese Gesetzmäßigkeit, dass Gott immer und unter allen Umständen Liebe ist, dass dieses Koordinatensystem so nicht eins zu eins stimmen kann. In seinem Kopf entstand die Idee der Gesetzlosigkeit. Und das hatte Konsequenzen. Er hat sich überlegt, wenn Gott vielleicht nicht immer, meistens vielleicht, aber nicht immer, Liebe ist, dann könnte es ja mal eine Situation geben, wo er nicht Liebe ist, wo er nicht das Beste für mich im Sinn hat. Und wenn es irgendwann mal eine Situation gibt, wo Gott nicht das Beste für mich möchte, dann muss es jemand anders geben, der das Beste für mich möchte. Er hat lange überlegt, wer das sein könnte. Na, lange nicht. Das muss ich ja selber sein. Wenn Gott sich nicht um mich kümmert und wenn Gott nicht das Beste für mich will, dann muss ich das in meine Hand nehmen. Und so folgte auf die Idee, ob Gott wirklich immer Liebe ist und es immer nur gut meint, die Idee
es wäre vielleicht besser, die Sache selbst in die Hand zu nehmen. Das heißt von ihm, dein Herz hat sich überhoben wegen deiner Schönheit. Du hast deine Weisheit um deines Glanzes willen verderbt. Und doch hattest du dir in deinem Herzen vorgenommen, ich will zum Himmel emporsteigen, meinen Thron über die Stände Gottes erhöhen und mich niederlassen auf dem Versammlungsberg im äußersten Norden. Als er darüber nachgedacht hat, dass Gott vielleicht nicht immer das Beste für ihn will und dass er vielleicht manchmal selbst das Beste für sich besorgen müsste, dann kam ihm die nächste Idee. Warum muss ich dann immer ihm gehorchen, diesem Gott? Wäre es dann nicht besser, unabhängig zu sein? Ich will emporfahren auf Wolkenhöhen, dem Allerhöchsten mich gleich machen. In dem Moment, als er anfing, Gottes konstante Liebe in Frage zu stellen, begann er, sich selbst höher einzuschätzen, als er das vorher getan hatte. Nun, damit war plötzlich ein Prinzip, eine Idee im Universum, die es vorher nie gegeben hatte. Eine Idee, die nicht dem Wesen Gottes entsprach. Gott hatte gewusst, dass es so kommen würde. Er hatte alle, jeden einzelnen Engel mit einem freien Geist erschaffen. Einer missbrauchte diese Freiheit. Das heißt, es entstand ein Kampf im Himmel. Dieser Kampf war von einer interessanten Art und Weise. Jener Hillel begann die Idee zu verbreiten, dass man Gott nicht uneingeschränkt vertrauen kann. Und das hatte Konsequenzen. Es gab Streit, Auseinandersetzung. Andere sagten, na, das stimmt doch nicht. Schau doch mal, guck mal, Gott ist immer schon gleich gewesen. Und so begann man sich zu entzweien. Auf einen hatte sich der Hillel besonders eingeschossen. Und das war der zweite von den dreien, der Michael. Weil der war so nahe bei den Malachim immer, der war so nahe bei den geschaffenen Wesen, der war so auf Augenhöhe. Irgendwann fragt er sich, ob er nicht vielleicht nur einer von ihnen sei. Wenn der genauso ist wie ich, warum wird er dann doch mehr geehrt? Was sollte Gott tun? Das Beste, was er tun konnte, ist, er konnte erst einmal zeigen, wie die Sache wirklich steht. So rief er alle Engel, alle Malachim, die dort im Universum waren, zu sich, im Palast des Universums. Und er setzte den Sohn Gottes neben sich auf den Thron und erklärte vor allen Anwesenden, sodass niemand es missverstehen konnte, dass der neben ihm sitzt, nicht einfach ein geschaffener Bote ist, nicht einfach irgendein Wesen von einer Welt, sondern dass der neben ihm ist, dass das Gott ist. Er sagt zu ihm, dein Thron, o Gott, währt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und auch Hillel, der dort mitten in der Menge stand und hörte und sah, hörte diese Worte, dass dieser Michael, dieses Wort, dass der seit Ewigkeiten existiert. Das Problem war, Hillel konnte das ja nicht nachprüfen. Wie soll man auch nachprüfen, ob jemand seit Ewigkeiten existiert, wenn man selbst irgendwann mal in die Existenz gekommen ist? Die
einzige Möglichkeit, die ihm blieb, war zu sagen, okay, ich glaube das. Ich glaube es. Würde er es glauben? Würde ihm diese Deklaration Gottes genügen, dass das so ist? Als er den Klang der Chöre hörte, als er den Regenbogen sah, der wie ein Smaragd sich um den Thron der beiden legte, als er die Stimme von Tausenden und Zehntausenden von Engeln in unvorstellbaren Chören hörte, da entschied er sich zu glauben. Er entschied sich zu glauben, dass Gott recht hat. Er beugte sich und betete. Und als er betete, verstand er, dass er dann sich entschuldigen müsste. Er verstand, dass er dann eingestehen müsste, dass er falsch gelegen war, dass er anderen untergebenen Engeln etwas Falsches gesagt hatte. Da kam plötzlich so ein Gefühl, das er gar nicht kannte. So ein Gefühl, das sich dagegen wehrte. Und er rang mit diesem Gefühl und er ließ sich von dem Gefühl überwältigen. Er wollte nicht einfach zugeben, falsch gelegen zu haben. So entschied er sich, weiter diese Gedanken zu hegen, sich nicht einfach mit dieser Deklaration Gottes zu begnügen. Gott war sehr geduldig mit ihm. Er gab ihm Zeit, die Sache zu prüfen. Aber irgendwann entschied sich Hillel, es hat keinen Sinn. Ich will nicht mehr in dieser Gegenwart dieses Gottes sein, den ich irgendwie nicht traue. Und dann entschloss sich, die Position als Cherub aufzugeben, um als gewöhnlicher Engel ein bisschen Distanz von Gott zu haben. So meinte er, wäre das auch eine gute Gelegenheit, dort den Engeln etwas mehr zu erzählen über seine Idee. Macht das ganz geschickt. Er ging zu den Engeln, den Malakim, und erzählte, wie streng die Vorschriften Gottes sind. Und als die verzerrte sie so ein bisschen, als die Engel dann sagten, das sage ich nicht so gut, nicht wahr? Ich dachte, wir sollten ein bisschen freier sein, das klingt ein bisschen komisch, was du erzählst. So sollte Gott eigentlich nicht sein. Das ist ja merkwürdig, dass das so ist. Dann hat er gesagt, ja, also ich bin schon auf der Seite Gottes, aber ich habe jetzt gehört, dass du Probleme hast, dass du Schwierigkeiten hast damit. Ich hab das verstanden. Ich werde mal deine Sache vor Gott einbringen. Also ich bin für Gott, aber ich denke, ich sollte dein Anwalt sein. So sät er den Samen der Zwietracht. Durch deine vielen Handelsgeschäfte ist dein Inneres mit Frevel erfüllt worden und du hast gesündigt. Er verkaufte diese Idee und er verkaufte sie so geschickt, dass die Malakim überhaupt gar nicht bemerkten, wer es war, der damit anfing. Sie begannen sich zu entzweien. Nicht nur ein, zwei oder drei stellten sich auf seine Seite, ganze Armeen von Malakim. Es sah so aus, teilweise, als ob fast die Hälfte aller Boten Gottes sich auf seine Seite stellen würden. Und was war denn auch so schlimm daran, in einer, so wie es schien, fast perfekten Umgebung einfach zu fordern, dass es noch ein bisschen besser sei? Ist das so schlimm, wenn man sagt, man könnte es noch ein bisschen besser machen? Für Gott war das eine ziemlich schwierige Situation. Wie erklärt man, dass bereits alles perfekt ist, ohne arrogant zu wirken? Wie erklärt man, man kann es nicht besser machen, als ich es mache, ohne sich aufzublähen, ohne zu prahlen?
Wie kann Gott der Wahrheit und seinem Charakter treu bleiben? Das war die Frage. Die große Frage. Gott entschied sich, Zeit zu geben. Zeit. Während Hillel mit Unwahrheiten, Halbwahrheiten, mit Verdrehungen den Charakter Gottes in ein falsches Licht brachte, hatte Gott diese Möglichkeiten nicht. Wenn er immer liebevoll ist, dann musste er auch jetzt liebevoll sein, wo er angegriffen wird. Wir alle kennen die Situation, oder? Wir alle halten uns für liebevoll, oder? Aber wenn wir angegriffen werden, wenn jemand uns beleidigt, dann kann es mit unserer Lieblichkeit schnell vorbei sein, oder? Würde Gott auch jetzt liebevoll sein? Würde auch jetzt geduldig sein? Auch jetzt alles erdulden und ausharren und hoffen, jetzt, wo er zu Unrecht beschuldigt wird? Er tat alles, was er konnte. Aber selbst ein allmächtiger Gott konnte nicht einfach das Denken eines seiner Geschöpfe programmieren, denn Gott ist Liebe. Und wir alle kennen dieses Prinzip, echte Liebe basiert auf Freiheit. Der Herr ist gerecht in allen seinen Wegen und gnädig in allen seinen Werken. Er hätte Hillel zurückgenommen. Er hat ihm eine Chance und noch eine gegeben. Niemand von uns weiß heute, wie viel Zeit vergangen ist. Wenn man die restlichen Teile der Geschichte anschaut, muss man zu dem Schluss kommen, es wird ziemlich viel Zeit gewesen sein, die er ihm gegeben hat, zurückzukommen. Aber irgendwann war der Punkt für die Entscheidung gekommen. Hillel musste sich entscheiden, er konnte nicht länger so tun, als ob er auf Gottes Seite ist und gleichzeitig gegen ihn wirken. Er musste eine Entscheidung fällen, er wurde vor die Wahl gestellt, wirst du dich auf Gottes Seite stellen, wirst du wieder zurückkehren zu dem allgemeinen Prinzip der Liebe oder willst du wirklich dich gegen Gottes Regierung stellen? Und vor diese Entscheidung gestellt, hat er nochmal lange und gründlich überlegt. Ganz intensiv überlegt. Er wusste nämlich, dass Gott allmächtig ist. Er wusste auch, Gott, dass es liebevoll ist. Gott hat ihm noch nie was Böses getan. Es gab eigentlich keinen Grund, das wusste er selbst. Es basiert ja nur auf dieser Idee, was wäre, wenn? Es könnte ja mal so sein. Mittlerweile hat er das Gefühl, dass er gar nicht falsch liegen könnte. Er hat doch bisher auch keinen Fehler gemacht, er war doch heilig. Trotzdem entschied er sich zum zweiten Mal umzukehren. Er entschied sich, zurückzukehren. Beinahe. Denn da war noch ein Gedanke, der ihn bewegte. Er hatte nämlich festgestellt, dass trotz aller Rebellion Gott so liebevoll zu ihm war und ihn bisher gar nicht gestraft hat. Könnte es sein, dass Gott gar niemals strafen würde? Könnte es vielleicht sein, dass das in Wirklichkeit ein Beweis ist, dass Gott schwächer ist als normalerweise angenommen? Könnte es vielleicht sein, dass wenn ich mein eigenes Königreich etabliere, Gott gar nichts machen kann, weil er die Liebe ist? Und so entschied er sich, es darauf ankommen zu lassen. Gegen besseres Wissen entschied er sich, ohne jeglichen Grund die Rebellion zu starten. Und zwar offiziell, und zwar mit fliegenden Fahnen, mit offenen Farben. Hillel, der Leuchtende, wurde zu Satan.
Aber Satan sah immer noch aus wie Hillel. Er war immer noch groß und weise und voller Lichtglanz. Er hatte noch keinen einzigen Engel jemals geschlagen oder selbst nur ein böses Wort gesprochen. Er sah immer noch aus wie, wenn wir ihn heute hier sehen würden, würden wir sagen, es ist ein Heiliger. Die meisten würden wahrscheinlich niederfallen vor ihm. So heilig sah er aus. Aber wer war der Widersacher? Satan. Und jetzt ging wirklich was los im Himmel. Denn jetzt, wo es ganz offiziell zwei Parteien gab und zwei Magnete, musste jeder Engel seinen Stand nehmen. All die Malachi musste sich entscheiden, gehen wir mit unserem König oder unserem General? Mit dem, der Liebe ist oder mit dem, der sagt, dass er uns liebt? Mit dem, der sagt, alles ist perfekt und mit dem, der sagt, ich glaube, es könnte noch perfekter sein? Mit wem sollen wir gehen? Die einen gingen mit Hillel, mit Satan, die anderen blieben bei Gott. Keiner von ihnen durchschaute, was die Konsequenzen wären. Selbst Satan, Hillel, hatte keine Ahnung, wo das hinführen würde. Er kannte die Zukunft nicht. Er ging mal aufs Geratewohl los. Von Zeit zu Zeit hat er selbst mit sich gekämpft, ob das so gut wäre. Weil da waren so komische Gefühle in seinem Herzen. Die loyalen Engeln diskutierten mit den rebellischen. Hin und zurück ging das. Viele von denen, die sich auf die Seite Satans stellten, merkten irgendwann, dass es eigentlich keine wirklich guten, stichhaltigen Gründe gibt, dass das meiste nur auf könnte, vielleicht und vielleicht wird Gott einmal anders sein, basiert, dass es eigentlich ziemlich unsinnig ist, sich gegen Gott zu stellen, der bisher nur Gutes getan hat. Und manche von ihnen packte plötzlich der Mut zu sagen, lass uns zurückgehen. Aber ihr General hatte einen weisen Rat. Er sagte zu ihnen, ich kenne Gott. Er wird euch nicht zurücknehmen. Ich kenne sein Gesetz. Ich stand an seinem Thron. Ihr seid zu weit gegangen. Bleibt bei mir. Es wird schon alles gut werden. Lasst euch nicht einschüchtern von Gott. Und so blieben viele von den Malachim, die beinahe zurückgekehrt wären, bei ihm. Als die loyalen Engel zu Gott kamen und ihn fragten, was sollen wir tun? Schau mal, Tausende, Millionen, Milliarden von Malachim gehen auf die Seite von Satan. Da fanden sie Gott, das heißt Gott und den Sohn Gottes, in einem tiefen Gespräch. Die beiden diskutierten und sprachen miteinander. Und dann offenbarten sie ihre Gedanken jenen loyalen Engeln. Gott würde eine weitere Welt schaffen. Und er würde das durch den Sohn Gottes tun, damit alle im Universum sehen können, dass der Sohn Gottes nicht einfach nur einer von den Malachim ist. Das würde ein Beweisstück sein in dieser Auseinandersetzung. Außerdem offenbarten sie, dass sie keine Intention hatten, nach langer Beratung den Satan oder seine Anhänger zu vernichten, sondern sie würden ihnen die Gelegenheit geben zu gehen. Sie könnten nicht in der Gegenwart Gottes, in der Kommandozentrale des Universums bleiben, das wäre unmöglich. Aber sie könnten gehen. Und so kam der Tag, wo jeder Einzelne entscheiden musste, ob er gehen will oder nicht. Wo jeder Einzelne vor dem Thron Gottes deutlich machte, ob er bei Gott bleiben möchte oder nicht. Nicht in Massen, sondern individuell. Nicht in ganzen Kompanien, sondern Engel für Engel.
hat dieser Gott jeden einzelnen seiner Geschöpfe gefragt, willst du bei mir bleiben oder willst du gehen? Als dann deutlich wurde, dass alle, die sich gegen ihn entscheiden, gehen müssten, gab es einen richtigen Aufruhr. Der Satan wurde jetzt richtig wütend und sagte, schau mal, er treibt uns aus dem Himmel, hab ich's euch nicht gesagt. Und gehen wollten sie gar nicht. Im Gegensatz, sie wollten den Thron Gottes erobern. Und jetzt wurde es unschön. Es kam zum Kampf. Michael und seine Engel kämpften gegen den Drachen. So wird er auch genannt, symbolisch. Der Drache und seine Engel kämpften, aber sie siegten nicht. Schließlich gab es doch eine echte Handgreiflichkeit, eine Auseinandersetzung. Die Engel, die mit Satan es hielten, wurden aus dem Himmel geworfen. Ihre Städte wurden nicht mehr im Himmel gefunden und so wurde der große Drache niedergeworfen, genannt der Teufel und der Satan. Von ihm heißt es, wie bist du vom Himmel herabgefallen, du Glanzstern, Sohn der Morgenröte. Und dann kam der Moment, als sie realisierten, was sie verloren hatten. Sie realisierten, dass sie tatsächlich zu weit gegangen waren. Und dass es jetzt kein Zurück mehr gab. Aber Gott ließ sie am Leben. Diese zweite Person Gottes, das Wort Michael, er, der sie geschaffen hatte, ließ sie am Leben. Ja, er erhielt sie Tag für Tag, Stunde für Stunde, obwohl sie gegen ihn rebelliert hatten. Für die treuen Engel war das ein bisschen merkwürdig, aber sie haben es erstmal akzeptiert. Gerechtigkeit und Recht sind die Grundfeste seines Thrones. Wie würde Gott dieser Rebellion, die jetzt inmitten dieser Welten umherschwirrte, wie würde er ihr gerecht werden? Wie würde er beweisen, dass das alles falsch gewesen war? Vollkommen ist sein Tun, ja, alle seine Wege sind gerecht. Ein Gott der Treue und ohne Falsch, gerecht und aufrichtig ist er. Gott hatte sich vorgenommen, in all dem Tohuwabohu, in all dieser Auseinandersetzung immer gerecht zu bleiben. Niemanden zu übervorteilen, niemanden parteiisch zu sein, sondern jeden mit derselben Liebe zu behandeln. Und es jedem selbst zu überlassen, ob er dieser Liebe glaubt oder nicht. Für Satan und seine Engel war das erst ein schwerer Schlag, als sie realisierten, sie kommen nicht mehr zurück, sie werden nie mehr teilhaben an diesen tollen Chören, sie werden nie mehr singen mit diesen wunderbaren Ereignissen in dem riesigen Tempel Gottes. Aber als sie merkten, dass es kein Zurück mehr gab, dass sie ihre finale Entscheidung getroffen hatten, fassten sie einen Plan. Mit all der Macht, die sie zur Verfügung hatten, wollten sie wenigstens dann dafür sorgen, dass sie ein dauerhaftes Königreich in diesem Universum etablieren könnten. Es gab ja genügend Welten, die man noch überzeugen konnte von der eigenen Agenda. Und wenn ein Drittel letztendlich aller Malakim, aller Boden mitgekommen waren, dann war bestimmt die eine oder andere Welt auch offen für ein Alternativkönigreich, für eine Alternativgesellschaft. Und so schmiedeten sie ihre Pläne. Gott hatte auch einen Plan, den er den Engeln mitgeteilt hatte. Und dieser Plan besagte letztlich, nicht durch langes Reden, sondern durch Tun, durch eine Demonstration zu zeigen, wie er wirklich ist. Jetzt war wieder Frieden im Himmel. Keine Streitgespräche mehr, keine Rebellion, kein Hin und Her, aber echte Freude war auch nicht da.
wenn plötzlich jeder dritte Freund fehlt? Wenn ein Drittel aller Boten nicht mehr da sind? Da hat man das gemerkt. Und die, die übrig blieben, die waren echt traurig. Und Gott versprach ihnen etwas. Pass auf. Ich werde ihren Platz ersetzen mit einer neuen Rasse von Wesen. Mit Wesen, die ihr noch nicht kennt, die ihr noch nie gesehen habt, die es noch auf keiner anderen Welt gibt. Diese verloren gegangenen Malakim, diese Boten, werden ersetzt werden durch eine neue Rasse. Schaut und seht. Nun, es war wieder Zeit für den Sohn Gottes, den Werkmeister, noch einmal und diesmal vor dem Universum, vor all den Welten zu zeigen, was er kann. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Er tat das nicht, indem er einen großen, wie man sich Werkmeister vielleicht heute vorstellt, einen großen Werkzeugkoffer holte und dann ja, anfing zu schrauben und zu basteln. Der Sohn Gottes hatte da eine weitaus elegantere Methode. Er hat nämlich einfach gesprochen. Die Himmel sind durch das Wort des Herrn gemacht. Und für die Engel war das ziemlich eindrücklich, denn sie kannten Gott beim Reden. Sie wussten, wie es ist, wenn Michael spricht, aber jetzt sprach er und was er sprach, bam, wurde Realität. Das hat ihn tief beeindruckt. Seine Worte waren offensichtlich nicht einfach nur Plattitüden. Seine Worte hatten wirkliche, kernige Kraft und Potenzial. Denn er sprach und es geschah. Er gebot und es stand da. Die Malakim, die Boten Gottes, die schon viel gesehen hatten, standen mit offenen Mündern da. Gott spricht. Boah. Trotzdem waren sie etwas verwundert. Lesen wir das hier noch. Von dem Sohn, du, oh Herr, da hast du am Anfang die Erde gegründet und die Himmel sind das Werk deiner Hände. Es war also tatsächlich der Sohn Gottes. Die Malakim waren verwundert. Denn obwohl Gott durch sein Wort gesprochen hatte und dieser Ball, diese Kugel da im plötzlichen Universum schwebte, sah sie sogar ganz anders aus, als sie es im Universum gewohnt waren. Denn bei ihnen, beim Thron Gottes, war alles Licht und Herrlichkeit und alles sehr geordnet. Aber diese Erde war, dieser Wasserball da war komisch. Wüst, leer, chaotisch. Es lag Finsternis auf der Tiefe. Und als sie ganz genau durch die Finsternis, als die Augen sich gewöhnt haben an die Finsternis, da sahen sie diesen geheimnisvollen Geist, ja, der immer dabei war, wenn Michael und der und Gott sich getroffen haben. Dieser Geist, der schwebte da. Der hat nicht mal das Licht angemacht. Der schwebte im Dunkeln. Schwebte. Was soll das bedeuten? Auf jeden Fall konnten sie sagen, dass diese Finsternis, dieses Chaos durchaus ein bisschen ihre Traurigkeit widerspiegelt, die sie hatte. Sie hatten gerade so viele Freunde verloren. Der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Noch einmal sprach Gott zu ihnen und sagte, wisst ihr, schaut euch diesen Planeten an. Ich will, dass ihr wisst, dass ich einen Plan mit ihm habe. Das heißt, er hat sie gegründet. Nicht als Einöde hat er sie geschaffen, sondern um bewohnt zu sein, hat er sie gebildet. Gott schuf diesen Wasserball mit einem Ziel, mit einem Zweck. Die Engel lernten, wenn Gott etwas tut, dann hat er einen Zweck. Als er mich schuf, lernte der Engel, hat er einen Zweck gehabt. Er hat auch einen Zweck gehabt, als er den Hillel geschaffen hat. Könnte es sein, dass dieser Zweck sich nie erfüllt, weil Hillel sich gegen ihn entschieden hat? Der Sohn Gottes trat noch einmal in Aktion und sagte, mitten in die Finsternis hinein, wieder mit seinem Wort, elegant, kurz und prägnant, es werde Licht. Das Ausrufezeichen markierte die ersten Lichtstrahlen. Es wurde Licht.
Was für ein schönes Bild, sich den Engeln bot. Als sie plötzlich sahen, wie das Licht Gottes sich mitten in das Wasser des Planeten hineintauchte. Der Geist Gottes schwebte um ihm drüber und das Licht brach sich dort in diesem tiefen Ozean und durchleuchtete die Tiefe. Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis und Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis nannte er Nacht. Und für die Engel und für all die Bewohner der Welten sprang eine wichtige Lektion heraus, denn die Weisheit, die mit Gott verbunden ist, er, der Licht ist und Licht trägt, ist verknüpft mit dem Licht. Die Weisheit hat einen so großen Vorzug vor der Torheit wie das Licht vor der Finsternis. Und wenn Gott durch sein Wort Licht in die Finsternis bringen kann, dann kann er aber vermutlich auch seine Weisheit in das hineinbringen, was das Gegenteil von Weisheit ist. Also Dummheit, Rebellion. Wenn Gott in der Lage ist, durch sein Wort Licht ins Finster zu bringen, kann er dann auch von seiner Liebe, von seiner Güte, von seiner Weisheit in die Rebellion hineininjizieren? Interessanterweise machte Gott sie darauf aufmerksam, dass obwohl er durch das Licht dargestellt wird, ihm sowohl das Licht als auch die Finsternis gehören. Er war nicht, mit anderen Worten, das Licht repräsentiert seinen Charakter und sein Wesen, die Finsternis nicht, aber trotzdem gehört ihm die Finsternis. So wie die treuen Engel und er selbst Licht sind und der Satan mit seinen Engeln die Finsternis repräsentieren, aber trotzdem Gott immer noch der Eigentümer selbst der Rebellen ist. Gott ist zwar in einer Auseinandersetzung, aber Gott ist souverän. Sein ist der Tag und sein ist die Nacht. 24 Stunden vergingen. Der erste Tag. Und wer gut aufgepasst hat, hat gemerkt, wir sind gerade in der Weltgeschichte angekommen. Die ersten 24 Stunden unseres Planeten. Aber da war nicht Schluss. Am nächsten Tag sprach Gott erneut. Und die Engel ahnten schon, dass wenn er jetzt spricht, wird es auch wieder geschehen. Er hat eine gute Gründe, hatten es am ersten Tag vorgesehen. Gott sprach diesmal, es werde eine Ausdehnung inmitten der Wasser, die Bilder, eine Scheidung zwischen den Wassern. Irgendetwas, was heute nicht mehr ganz so richtig zu verstehen ist, hat er getan, sodass das Wasser sich geteilt hat. Und Wasser oben und Wasser unten. Er gründete den Himmel, er befestigte die Wolken droben. Er nannte diese Ausdehnung Himmel. Das war nicht der Himmel, in dem er wohnte. Das war der Himmel, die Atmosphäre, das, was um unseren Planeten herum ist. Luft zum Atmen. Es wurde Abend und es wurde Morgen, der zweite Tag. Am dritten Tag hatte Gott sich was ganz Besonderes ausgedacht. Interessanterweise hatte Gott sich das gut aufgeteilt. Er wollte nicht alles auf einmal machen, sondern Schritt für Schritt. Jeder Tag war für sich abgeschlossen, perfekt. Das Licht war perfekt, Himmel war perfekt, aber es war noch nicht vollständig. Irgendwie lernten dabei die Bewohner der Welten, dass Gott gern in vollkommenen Schritten agiert. Nicht alles auf einmal, aber alles zu seiner Zeit perfekt. Gott sprach, es sammle sich das Wasser unter dem Himmel an besondere Orte, dass man das Trockene sehe. Und so beobachten die staunenden Bewohner des Universums, wie plötzlich das Wasser sich an vielen Orten zurückzog. Und plötzlich die Spitzen von Bergen und Hügeln sichtbar wurden, die im hellen Licht der Sonne erglänzten. Es geschah so. Und Gott nannte das Trockene Erde und die Sammlung der Wasser nannte er Meer. Und Gott sah, dass es gut war. Und als die Engel sich so das betrachteten, wie das Wasser der Meere mit gewaltiger Macht an das Ufer der Kontinente kam und sich dort an den Felsen brach und wieder zurückzog und wieder kam und zurückzog. Da lernten sie wieder eine Lektion. Als er dem Meer seine Schranke setzte, damit die Wasser seinen Befehl nicht überschritten, da waren gewaltige Kräfte in diesem Wasser und trotzdem blieben sie in den Grenzen, die Gott gegeben hatte.
Gottes Grenzen sind gut, sind hilfreich. Aber Gott war noch nicht fertig. An diesem Tag hat er sich besonders viel vorgenommen. Und Gott sprach, die Erde lasse Gras sprießen und Gewächs, das Samen hervorbringt, fruchttragende Bäume auf der Erde, von denen jeder seine Früchte bringt, nach seiner Art, in denen ihr Same ist. Und es geschah so. Und was sich dort zeigte, da werden die Malachim noch in Jahrtausenden von erzählen. An diesem dritten Tag, als plötzlich Blumen und Bäume und Pflanzen in allen erdenklichen Farben und Größen sich über den Planeten ausbreiteten. Gott war nicht nur ein Gott der Funktionalität, dass da Licht und Luft und Wasser in genügend ist. Gott war offensichtlich, sie hatten schon genügend andere Beweise, aber das war noch ein neuer Beweis. Gott war ein Künstler, ein Superkreativer. Einer, der an Schönheit sich erfreut. Aber es gab mehr zu lernen. Über diese Pflanzen. Es heißt hier, ein Dunst stieg beständig von der Erde auf und bewässerte die ganze Fläche des Erdbodens. Gott schuf diese Pflanzen nicht nur, ständig sorgte er dafür, dass es ihnen gut geht. Die Frage war ja gewesen, ist Gott so gut, dass wir ihm darauf vertrauen können, dass er immer nur unser Bestes will? Dieser Gott hatte sich extra vorgenommen, Pflanzen, kleine Blumen, ja, beständig zu versorgen. Der Dunst stieg jeden Tag auf. Was war die Lektion, die die Malachim lernen konnten? Als sie so diese Bäume sahen, dieses friedliche Bild, das sich ergab, lernten sie Folgendes von Gott. Wohl dem, der seine Lust, seine Freude hat am Gesetz des Herrn, an dieser Gesetzmäßigkeit, dass Gott immer liebevoll ist, immer an andere denkt und über sein Gesetz nachsinnt Tag und Nacht. Das, was Hillel, der Satan und die anderen abgelehnt hatten. Wohl dem glücklich ist, wer das tut. Denn der ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht und alles, was er tut, gerät wohl. Mit anderen Worten, die Botschaft an diesem dritten Tag, der von dieser Welt ausging, ins ganze Universum, durch ein paar blühende Bäume, war die, denkt über Gottes Gesetz nach, sinnt darüber nach und es wird euch alles gelingen. Und ihr werdet so schön sein wie diese Bäume, weil sie genährt werden vom Wasser. Aber es gab noch eine Lektion. Gott zeigte ihnen, dass die Früchte an den Bäumen korrespondierten mit den verschiedenen Arten. Gute Bäume bringen gute Früchte. Das ist das Prinzip, das Gott in die Schöpfung hineinpflanzte. Und als die Engel sich das so betrachteten, als sie sahen, wie sie an guten Früchten erkennen konnten, dass der Baum gut ist, da dämmerte es ihnen. Die Frage war doch immer gewesen, ist Gott wirklich gut? Woran soll man erkennen, ob Gott gut ist? An seinen Früchten. Und seine Früchte sehen wir. Das Licht war gut. Und der Himmel war gut. Und die Erde war gut. Und die Früchte sind gut. Gott ist in Anführungsstrichen ein guter Baum. Die Früchte, die er bringt, sind gut. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen.
Denn gleich wie das Erdreich sein Gewächs hervorbringt, so wird Gott, der Herr, Gerechtigkeit und Ruhm hervorsprossen lassen. Den Engeln entging es nicht, wie diese Pflanzen nicht nur einfach da waren, sondern wie sie das Potenzial zum Wachstum hatten. Pflanzen wachsen langsam, die meisten, aber sie wachsen. Und wenn man ihnen genügend Zeit gibt, werden sie größer und schöner und reifer und stabiler. Und so ist es mit der Gerechtigkeit Gottes. Wenn man ihm Zeit gibt, kann er wachsen lassen. Die Gerechtigkeit, die Gott in dieser Geschichte hervorsprossen lassen wollte. Die Pflanzen waren ein gutes Beispiel. An diesem Tag war viel geschehen, an diesem dritten Tag. Und auch heute, an diesem Tag, war alles gut. Es wurde Abend, es wurde Morgen, der dritte Tag. Am vierten Tag lehrte Gott etwas anderes. Und Gott sprach, es sollen Lichter an der Himmelsausdehnung sein zur Unterscheidung von Tag und Nacht. Die sollen als Zeichen dienen und zur Bestimmung der Zeiten und der Tage und Jahre und als Leuchten an der Himmelsausdehnung, sodass sie die Erde beleuchteten. Der Hillel, der Satan, hatte behauptet, dass Gott alle Macht an sich reißt und kontrolliert. Hier bewies Gott das Gegenteil. Er hatte drei Tage lang das Licht auf die Erde leuchten lassen. Jetzt sagt er, wisst ihr was? Das kann auch jemand anders. Muss nicht alles ich machen. Wir schaffen eine Sonne. Wir schaffen einen Mond. Die können das ganz alleine. Gott delegiert das, was er tut, an Himmelskörper. So schuf er die Sonne. Ihren gewaltigen, heißen Stern. Und er schuf den Mond. Gott machte die zwei großen Lichter, das große Licht zur Beherrschung des Tages und das kleinere Licht zur Beherrschung der Nacht, dazu die Sterne. Und den Engeln ist das bestimmt aufgefallen, dass der eine Stern selbst leuchtet und der andere nur reflektiert. Die werden darüber nachgedacht haben, was das bedeutet. Der Mond, der nur das Licht von der Sonne aufnimmt und dessen Aufgabe besteht, obwohl er kein Licht selbst produziert, das Licht weiter zu reflektieren. Könnte es sein, dass das ein Bild war, wie Gott ist, der selbst Leben ist und dann die Engel, die von ihm das Leben empfangen und weitergeben. Den Mond gemacht zur Bestimmung der Zeiten, die Sonne weiß ihren Untergang, er verlieh ihnen Bestand auf immer und ewig, er gab ein Gesetz, das nicht überschritten wird. Alles, was Gott schuf, war immer geordnet. Da gab es Gesetzmäßigkeiten. Gesetzmäßigkeiten für das Wachstum der Pflanzen. Gesetzmäßigkeiten für Ebbe und Flut. Gesetzmäßigkeiten für Sonne, Mond und Sterne. Alles lief nach exakten Gesetzen. Und die Engel, die sich besonders gerne mit Mathematik und Astronomie beschäftigten, die haben ganz schnell herausgefunden, dass die Planetenbahnen und die Sternbahnen und all das sehr präzise ist. Und in einem kleinen Gedankenspiel haben sie vielleicht mal ausgerechnet, was würde passieren, wenn die Sonne mal einfach ein bisschen sich verdreht. Ja? Da ist ihnen aufgefallen, das wäre eine Katastrophe. Das Ganze funktioniert nur, wenn alle, Sonne, Mond, Sterne, überhaupt alle, sich an die Gesetze halten. Ansonsten wäre es nicht so schön, da würde plötzlich da was verbrennen, da würde das auseinanderfallen und so weiter und so fort. Das Gesetz war wichtig. Und dann all die Sterne. Als man die zählen wollte, da ist selbst den Malachi vielleicht irgendwann die Lust vergangen. Aber sie hörten von Gott, dass er jeden einzelnen Stern mit Namen kennt. Und nicht nur mit einer Nummer, wie das heute die Astronomen machen. Nicht wahr? Das ist der Stern DX635 oder so. Jeder einzelne Stern. So ein leuchtendes Etwas. Hat einen Namen und Gott kennt ihn. Er, der ihr Herr abgezählt herausführt, er ruft sie alle mit Namen, so groß ist seine Macht und so stark ist er, dass nicht eines vermisst wird, wenn Gott sich um die Sterne kümmert, die einen kleinen Auftrag von ihm haben. Würde er sich nicht auch um die Boten Gottes kümmern? Waren also jene gerechtfertigt, die gesagt haben, Gott kümmert sich nicht um uns? Jeden einzelnen Tag gab Gott eine neue Lektion über das gleiche Grundthema. Ich bin Liebe und ich bin das immer und deswegen Gesetz. Am fünften Tag gab es eine Überraschung. Und Gott sprach, das Wasser soll wimmeln von einer Fülle lebender Wesen. Es heißt im Original Nefesh Chaya, Wesen, die lebend sind. Die nicht einfach nur wie
wie Sonne, Mond und Sterne und wie die Felsen einfach nur dastehen und von dem Licht beschienen werden und schön aussehen, sondern die selbst was machen, die sich bewegen, die ein bisschen Action auf diese Erde bringen. Und da waren sie, jene Lebewesen und viele von ihnen. Und es war erstaunlich, dass obwohl da Tausende von Fischen gleichzeitig schwimmen konnten, keiner an den anderen stieß, nicht wahr? Das ganz ohne Verkehrsfisch. Sie alle folgten Regeln, Gesetzmäßigkeiten, die zu ihrem Guten waren. Aber nicht nur im Wasser sollte es wimmeln, auch über dem Wasser. Es sollen Vögel dahinfliegen über die Erde an der Himmelsausdehnung. Und da hat Gott sich ganz besonders viel Schönes und Lustiges einfallen lassen. Der Herr hat sogar, um den Effekt besonders groß zu machen, sich Erde genommen und aus der Erde, nicht einfach nur durch sein Wort, aus der Erde Vögel gemacht. All die Vögel unter dem Himmel. Und das war natürlich ein Spektakel, wenn man so einen Klumpen Erde nimmt und dann sieht er plötzlich nach so ein bisschen Schöpfung so interessant aus. Was Gott nicht alles kann, ist dann Gott wirklich so? Ist das ein Tyrann, der einen Klumpen Erde nimmt und so etwas schafft? Das war die Frage, die in all den Welten diskutiert wurde. Und dann die großen Meerestiere, nicht nur die kleinen Fischchen, sondern diese gewaltigen Tiere. Gott schuf die großen Meerestiere und alle lebenden Wesen, die sich regen, von denen das Wasser wimmelt, nach ihrer Art. Nicht nur im handlichen Format, nicht wahr, in einer Ausführung, sondern in vielen verschiedenen Variationen. Eine Anschuldigung war ja, dass bei Gott alles so kontrolliert wird, nicht wahr? Dass alles so extrem ist, dass alle sich anpassen müssen an Gottes Spleen. Aber Gott zeigt, dass er sehr für Offenheit, für Variabilität, für Kreativität ist. Gott hat nicht an einem einzigen Moment ein graues Etwas gemacht, irgendwie ein graues Durchschnittsmasse. Nein, all das war speziell und besonders. Vögel, allerlei Vögel mit Flügeln nach ihrer Art und Gott sah, dass es gut war. Nun, und jetzt tat Gott etwas, was er vorher nicht getan hat. Weder am ersten, noch am zweiten, noch am dritten, noch am vierten Tag. Er tat etwas Neues und Besonderes. Er sprach zu den Vögeln und er sprach zu den Fischen und er segnete sie. Zum ersten Mal am fünften Tag dieser Erde segnete Gott und er sprach, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt das Wasser in den Meeren und die Vögel sollen sich mehren auf der Erde, das ganze Universum verstand. Wenn Gott segnet, dann werden sie mehr. Vögel, die gesegnet werden, werden mehr Vögel. Fische, die gesegnet werden, werden mehr Fische. Segen bringt Vermehrung. Und das werden wir im Laufe der nächsten Episoden immer wieder feststellen. Nicht nur die Pflanzen, sondern auch die Vögel, die Fische, sollten die Möglichkeit haben, sich zu reproduzieren. Diese Kreativität, die Gott selbst hat, sollte abgebildet werden in ihrem Leben. Und da flogen sie, die Vögel. Der sechste Tag kam. Und die Engel hatten das wahrscheinlich schon geahnt, wenn es Tiere gibt im Wasser und Tiere in der Luft, dann wird es wohl auch Tiere auf der Erde geben. Gott sprach, die Erde bringe lebende Wesen, Nefesh Chaya, Wesen, die leben, hervor. Nach ihrer Art Vieh, Gewürm, Tiere der Erde, nach ihrer Art und es geschah so. Und wiederum tobte sich der Sohn Gottes, Michael, aus in allen möglichen Formen und Farben und Varianten. Wieder nahm er sich Erdboden und formte Tiere des Feldes in allen möglichen Varianten. Und als die Engel das sahen, als sie all dieses Leben dort auf dem Planeten sahen, die Schönheit des Planeten, die Luft und das Licht und das Wasser und die Pflanzen und die Tiere, da waren sie überwältigt und wahrscheinlich waren sie überzeugt, Gott, das ist fantastisch, super, dass du es gemacht hast, wir sind begeistert. Aber Gott war noch nicht fertig, obwohl er schon so brillant und so schön war. Wieder im Himmel
trafen sich. Gott, Gott der Sohn, der ewige Geist. Beratschlagten nochmal das, was schon vorher feststand und sagten, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild uns ähnlich. Eine Art von Wesen, die wie kein anderes Geschöpf uns repräsentieren, uns widerspiegeln, damit in dieser großen Auseinandersetzung, wenn all die Welten, die jetzt gerade in der Diskussion sind, sollen wir jetzt Gott noch folgen oder nicht, dass wenn sie diese Menschen sehen, so eine kleine Miniaturansicht haben von dem, wie Gott ist. Sollen herrschen über die Fische im Meer, über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde, auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Ich, Gott, herrsche über die Malakim, über die Welten. Und das ist in Frage gestellt worden. Man bezichtigt mich der ungerechten Herrschaft. Schaut mal, ich zeige euch, wie ich herrsche. Ich werde jetzt Menschen machen. Und dann schaut genau hin, wie liebevoll diese Menschen mit den Tieren umgehen. Schaut es euch an. Ihr werdet etwas verstehen von meiner Herrschaft. Und so nahm er sich nochmal Staub. Erde formte sie. Staub von der Erde und blies den Odem des Lebens in seine Nase. Und der Mensch wurde wiederum ein Nefesh-Chayah, ein Wesen, das lebt, so wie die Vögel und so wie die Tiere auf der Erde. Aber ein besonderes Wesen. Denn offensichtlich konnte er denken und freie Entscheidungen fällen. Ganz besonders sah er aus, dieser erste Mensch, den Gott da schuf. Er nannte ihn Adam, genannt nach Adama, dem Erdboden, der Rötliche, der Mensch. Und er schuf ihn in seinem Bild, das heißt, er schuf ihn mit diesem Licht, das auch Gott umkleidet. Die Engel waren geblendet. So ein Wesen hatte es noch nicht gegeben, auf keiner Welt. Und Gott wollte noch etwas illustrieren. Er wollte illustrieren, dass seine Herrschaft auf Liebe basiert. Und er selbst ist ja kein singuläres Wesen in seiner Herrschaft über das Universum, sondern er ist Liebe. Dementsprechend sollte der Mensch, der über die ganze Erde herrscht, nicht singulär sein. Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die ihm entspricht, die auf seinem Level ist, die ihm gleicht. Er gab dem Adam die Aufgabe, allen Tieren Namen zu geben. Das ist übrigens auch eine Illustration dafür, dass Gott abgibt, dass er delegiert. Er hatte den Himmel benannt, er hatte den Tag benannt, er hatte das Meer benannt, er hatte all das benannt. Aber jetzt, wo jemand anders da war, der die Aufgabe übernehmen konnte, hat Gott gerne sich zurückgezogen und gesagt, schau, du kannst das auch, mach du. So ist Gott. So ist der Gott unserer Geschichte. Da gab der Mensch jedem Vieh und Vogel des Himmels und allen Tieren des Feldes Namen. Und als er sie beobachtete, weil das muss man schon tun, wenn man Namen gibt, man muss ein bisschen rausfinden, was sind die Charakteristiken. Nicht wahr? Das Krokodil, das liegt immer so herum. Und der Star, der fliegt immer so ganz schnell. Und da ist ihm aufgefallen, dass all die Tiere immer so einen Partner haben, dass er alleine ist. Für den Menschen fand sich keine Gehilfin, die ihm entsprochen hätte. Ja, die Schimpansen, die sahen schon recht ähnlich aus. Ne? 10 Finger. 10, 10. Aber jede Konversation mit dem Schimpansen ergab, dass Adam eindeutig zur Überzeugung kam, nein, Schimpansen sind keine geeigneten Partner. Jedenfalls nicht für ein Leben, nicht für echte Liebe. Also man kann fürsorglich für sie sein, und das war ja auch, aber sie entsprechen mir nicht. Und so hat Gott noch am selben Tag die erste Operation auf diesem Planeten ausgeführt. Hat den Adam gleich wieder schlafen gelegt
seine Seite aufoperiert, eine Rippe genommen. Er hätte auch ein Haar nehmen vom Kopf können, er hätte auch einen Fußnagel nehmen können. Aber die Rippe symbolisierte schon die Gleichheit, die Ebenbürtigkeit am besten. Er nahm diese Rippe und formte sie in eine Frau. Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn als Mann und Frau. Und es ist schon interessant, dass Gott den Mann aus dem Erdboden schuf und die Frau aus der Rippe. Denn der Erdboden war dann bis heute ein Beschäftigungsfeld für den Menschen. Etwas, was der Menschen bearbeitet und beackert. Es scheint bis heute so zu sein, dass Männer sich über die Arbeit definieren. Über das, was sie tun und das, was sie erreicht haben. Und die Frauen, geschaffen aus der Rippe, dem Nebeneinander, der Beziehung, die definieren sich selten über das, was sie geschafft haben, sondern mit wem sie zusammen sind, die Beziehung. Mann und Frau, unterschiedlich, aber doch komplementär, passend zusammen und sollen gemeinsam das Bild Gottes widerspiegeln. Nun, der Mann war total begeistert. Adam, als er aus dem Schlaf auswachte, und das ging wahrscheinlich schneller als heute bei Narkosen, als er plötzlich merkte, wer dort vor ihm stand, als er das zuerst, also es hat erstmal geblendet, auch denn auch sie trug ein Lichtkleid, aber als er dann das gesehen hat, wer sie war, war er begeistert. Und er ruft aus, das ist endlich Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Sie sollen Männen heißen. Isha. Er war Ish, ein Mann, sie war Isha, die Frau. Denn von Mann ist sie genommen. So eng sind sie. Und Gott sah, dass das gut war. Gott sah auch, er hat den Adam nicht gezwungen, der Adam hat sich schon selbst verliebt. Und als der Adam quasi sich zugestimmt und gesagt, ja, diese Frau will ich haben, hat Gott deutlich gemacht, dass wahre Liebe nicht einfach nur eine Emotion ist, oh, die sieht ganz schön aus, sondern dass wahre Liebe immer ein Bund ist. Dass wahre Liebe immer auf einer Verlässlichkeit basiert. Er hat die beiden auf ewig, so war es geplant, auf Lebenszeit zu Mann und Frau gemacht, hat sie verheiratet. Und seine Ansprache war kurz und bündig. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden ein Fleisch sein. Verpassen wir diese unglaubliche Lektion nicht. Der Mann, haben wir gesagt, definiert sich über das, was er tut. Erdboden. Die Frau definiert sich über das, mit wem sie verbunden ist, Beziehung. Die Aufgabe der Frau, für die Gott sie geschaffen hat, war eine Gehilfin zu sein. Eine Gehilfin für die Arbeit. Die Aufgabe für den Mann war es, er sollte alle anderen Beziehungen bewusst ans zweite stellen. Er sollte die Beziehung seiner Frau initiieren. Er sollte der Frau anhängen. Die Frau wurde dafür geschaffen, für das, was den Mann ausmacht. Und der Mann wurde dafür geschaffen, für das, was die Frau ausmacht. Damit illustrierte Gott das Prinzip, dass wahres Glück, wahrer Frieden, wahre Liebe darin besteht, dass man das tut, was dem anderen gefällt. Denn wahre Liebe denkt nicht an das ihre. Die Engel waren ziemlich beeindruckt. Und Gott segnete auch sie und sprach zu ihnen ähnlich das, was er schon zu den Fischen und den Vögeln gesagt hat, aber mehr noch. Seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan. Gott hätte ja auch gleich 1 Million Menschen schaffen können. Das wäre nur ein bisschen mehr Handarbeit gewesen. Hätte auch geschafft. Der erste Befehl, den Gott den Menschen gab, war ein Befehl, der nur ausführbar war durch Liebe. Seid fruchtbar und mehrt euch. Von Anfang an sollte der Mensch, von seinem ersten Eindruck, sollte sich das verfestigen, dass Gottes Gesetze, Gottes Gebote mit Liebe zu tun haben. Herrscht über die Fische im Meer, über die Vögel des Himmels, über alles Lebendige, das sich regt auf der Erde. Gott sprach, siehe, ich habe euch alles samentragende Gewächs gegeben, das auf der ganzen Erdoberfläche wächst. Vielleicht hat er ihnen auch erzählt, dass im Himmel einige Boten angefangen haben zu glauben, dass man nicht mehr Gott vertrauen kann. Er sagt, schaut mal die Felder an, alles für euch.
Die Bäume, an den Samen tragende Früchte sind, sie sollen euch zur Nahrung dienen. Die ganze Erde ist voll davon. Macht euch keine Gedanken, ich kümmere mich um euch. Und den Tieren gab er das grüne Kraut. Auch sie wurden versorgt. Jeder hatte das, was er brauchte. Aber selbst dann hat Gott noch ein draufgesetzt. Die Erde war brillant, sie war perfekt, aber trotzdem wollte Gott noch ein bisschen mehr Freude ihnen schenken. Er pflanzte einen Garten. Diese Erde sah schon aus wie das Paradies, aber jetzt kam das Paradies im Paradies. Ein Garten Eden, so wie der Garten, den er selbst im Himmel hatte, da wo der Hillel schon als Cherub dabei war. Und er setzte den Menschen dorthin, den er gemacht hatte. Eden heißt übersetzt einfach Freude. Als wollte Gott den Punkt überbetonen, ich möchte, dass ihr glücklich seid. Und ich tue nicht nur das Notwendige, ich tue nicht nur das, was recht und billig ist, ich tue mehr, als irgendjemand erwarten könnte. Ich verbinde Himmel und Erde. Ich bringe meinen Garten auf eure Erde. Eden. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn ein in den Garten Eden, damit ihn bebaue und bewahre. Du kannst teilhaben an meiner Freude. Es ist auch an dir, dass die Freude bestehen bleibt. Denn in einer Beziehung sind immer alle Beteiligten mit involviert. Adam und Eva waren geschaffene Wesen. Sie hatten kein Leben in sich selbst, sondern das Leben kam von Gott. Und um das zu illustrieren, gab Gott ihnen einen Baum, neben vielen anderen Bäumen, einen Baum, von dem sie regelmäßig essen sollten, den Baum des Lebens, den lehren sollte, dass sie abhängig sind, dass sie alles von Gott bekommen, aber dass sie abhängig sind von ihm. Und er gab ihnen einen zweiten Baum, den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Denn Gott wollte, dass sie ihn wirklich lieben. Und wie wir gesagt haben, Liebe basiert auf Freiheit. Und als einige Engel sagten, Gott, wir verstehen das Prinzip, du willst sie testen, könnte man den Test noch vielleicht einfacher machen? Hat Gott im Himmel gesagt, ich wüsste nicht wie. Ist nur ein Baum. Was ist weniger als eins? Null. Und null ist kein Test mehr. Gott stellte nicht 10 verbotene Bäume, 100 verbotene Bäume, sondern einen. Einen Baum, um sicherzustellen, dass sie wirklich ihn lieben und eine theoretische Möglichkeit haben, sich gegen ihn zu entscheiden. Von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Wenn du gegen mich bist. Wenn du dich von mir trennst, dann trennst du dich vom Leben. Halten wir fest. Hillel ist nicht an dem Tag seiner Sünde sofort umgekommen. Und auch Adam und Eva wären nicht an dem Tag eines Essens von dieser Frucht sofort umgekommen. Aber wenn sie das tun würden, wäre ab diesem Tag ihr Todesurteil sicher. Und dann betrachtete Gott am sechsten Tag die Erde. Es war viel geschehen an diesem sechsten Tag. Und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der sechste Tag, und die Malachim im Himmel, die sind fast ausgeflippt vor Freude, die konnten sich nicht mehr an sich halten, als die Morgensterne miteinander jauchzten und alle Söhne Gottes jubelten. Die konnten sie nicht halten, die wussten gar nicht, wie sie sich ausdrücken sollten. Was für eine Schönheit, was für eine Freude. So wurden der Himmel und die ganze Erde vollendet, samt ihrem ganzen Heer. Gott hatte in einem Prozess in kurzer Zeit die Perfektion erreicht. Was wäre jetzt zu tun? Gott entschied sich für etwas sehr Sympathisches. Er ruhte sich aus. Am siebten Tag hat er sich nicht einfach wieder irgendeinem anderen wichtigen Geschäft im Universum zugewandt, sondern hat sich gedacht, Mensch, jetzt habe ich 6 Tage lang diese Welt geschaffen, jetzt möchte ich sie auch ein bisschen genießen. Und er ruhte am siebten Tag von seinem ganzen Werk. Gott ist
kein Workaholic, der von den Menschen erwartet, dass sie sich zu Tode arbeiten für ihn oder für irgendjemand anders. Gott schätzt angemessene Ruhe. Er ruht am siebten Tag. Und dieses Wort Ruhen heißt Schabbat. Einfach aufhören. Oder gesagt, ich höre jetzt einfach mal auf. Schau es mir einfach mal an. Und das tat er. Verbrachte Zeit mit Adam und seiner Frau. Und als er so den ganzen Tag auf dieser Erde geruht hatte, hat er gesagt, das ist eine gute Sache. Das sollte man regelmäßig tun. Er segnete den siebten Tag. Was heißt nochmal segnen? Segnen heißt mehr werden. Von so einem siebten Tag müsste es mehr geben. Wir segnen diesen siebten Tag, weil dann gibt es viel, dann vermehren sie sich. Jeder siebte Tag sollte ein besonderer Tag sein. Das ist das Wort heiligen, bedeutet besonders machen. Ein besonderer Tag. Sechs Tage zum Arbeiten, einer zum Ausruhen. Es war wie, als wenn Gott nach seinem großen Gemälde, das er gemalt hat, seine Unterschrift auf den Tag setzt. Sein Siegel auf das Gemälde tut. Das Gott schuf, als er es machte. An dieser Stelle endet unsere erste Episode. Wir haben sieben Tage Weltgeschichte betrachtet, eingebettet in ein etwas größeres Bild an Weltengeschichte. Und wir wollen an dieser Stelle hier, bevor wir ein Lied hören, innehalten, über einen kleinen wichtigen Punkt nachdenken, weil das von Gott erkennbare offenbar ist, da Gott es offenbar gemacht hat. Denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, die seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen wird. Das bedeutet, Gott möchte erkannt werden. Nicht durch wissenschaftliche, philosophische, mathematische Beweise, sondern durch Nachdenken, durch ein Betrachten dessen, was er gemacht hat. Dadurch ist er offenbar geworden, und zwar, dass er Gott ist und wie er ist. Ich möchte Sie heute Abend herausfordern. Wir haben ein bisschen darüber nachgedacht, dass in dem, was Gott geschaffen hat, man Spuren seiner Gottheit und seines Wesens erkennt. Nutzen Sie doch einfach mal den morgigen Tag, was auch immer Sie tun, auch diese live zuschauen, und denken Sie mal darüber nach, vielleicht sogar ganz bewusst in die Natur zu gehen, einfach mal zu überlegen, was könnte mir das, was ich gerade sehe in der Natur, vielleicht über Gott sagen. Ob Sie es glauben oder nicht, es trifft sich gut. Morgen ist einer von diesen siebten Tagen, die Gott ganz besonders sogar dazu abgesondert hat, nachzudenken über ihn. Und wenn Sie das tun, dann denke ich, werden wir alle zu diesem Punkt kommen, dass wir sagen können, denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Amen. Für heute Abend möchte ich Sie mit dieser kleinen Herausforderung entlassen, einfach mal darüber nachzudenken, ob es nicht in der Schöpfung solche Spuren dieses Gottes in der Geschichte gibt. Ich würde gerne mit einem Gebet abschließen und lade dazu ein, sitzen zu bleiben, wenn Sie möchten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen für die Zeit, die wir verbringen durften. Und dass wir nachdenken konnten über die Anfänge dieser großen Geschichte. Und wir haben einige Fundamente heute gelegt, die in den nächsten Tagen und Wochen sich entfalten werden zu einem großen Drama. Wir möchten dich bitten, dass du in unserem Leben das richtige Fundament legst, dass wir verstehen, dass du Liebe bist und dass du es immer bist. Hab Dank, dass du uns das zeigst. Im Namen Jesu. Amen.